Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIB 2. Sollen Medien künftig noch aus Ermittlungsakten zitieren dürfen? Aktensperre. Die ÖVP will ein Zitierverbot, solange es keine Gerichtsverhandlung gibt. Die Grünen sind dagegen. Live im Studio ist der neue Präsident des Obersten Gerichtshofs, Georg Kodek. Titelverteidigung. Wer bei der Uni-Abschlussarbeit geschummelt hat, soll seinen Magister-, Bachelor- oder Mastertitel trotzdem behalten dürfen, wenn es länger als 10 Jahre her ist. Leidensweg. Menschen, die unter Long-Covid leiden, haben trotz massivster Beschwerden oft große Probleme, Pflegegeld oder Reha bewilligt zu kriegen. Es sind Zitate, die zur österreichischen Politikfolklore geworden sind. Ich liebe meinen Kanzler. Du bist Familie, kriegst eh alles, was du willst. Lauter Chatnachrichten, die sich ÖVP-Funktionäre geschrieben haben und die aus Korruptionsermittlungen bekannt geworden sind. Dass Medien solche wörtlichen Zitate aus Ermittlungsakten bringen, will die ÖVP nun verbieten. Ein Anliegen, das Verfassungsministerin Edtstadler schon länger hat, das die grüne Justizministerin Sadic bisher aber ablehnt. Nun verknüpft Edtstadler ihr Zitierverbot aber mit einem anderen Mediengesetz, das Sadic reformieren muss. Bisher waren Medien, grob gesagt, vom Datenschutzgesetz ausgenommen, um das Redaktionsgeheimnis zu garantieren. Nach einer EU-Vorgabe muss das geändert werden, aber die Redaktionen fürchten um den Schutz ihrer Quellen für investigative Recherchen. Klingt etwas kompliziert, ist aber wirklich wichtig und Patti Kruska erklärt warum. Das Verhältnis Politik und Justiz, es ist kein einfaches, schon gar nicht in den letzten Jahren, in denen zahlreiche Ermittlungen und Verfahren gegen prominente Politikerinnen und Politiker geführt wurden und werden. Derzeit verhandeln Türkis und Grün zwei sehr heikle Gesetzesvorhaben. Medienprivileg. 2022 hat der Verfassungsgerichtshof das sogenannte Medienprivileg im Datenschutz gehoben. Datenverarbeitungen von Medien waren gänzlich von der Datenschutzgrundverordnung ausgenommen. Das war verfassungswidrig. Bis Ende Juni 2024 hat die Regierung Zeit, das Gesetz zu reparieren. Das Justizministerium hat jetzt einen Entwurf verarbeitet, an dem es viel Kritik gibt. Die Befürchtung, das geplante Gesetz könnte dazu führen, dass Journalistinnen und Journalisten in Zukunft indirekt ihre Quellen und Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber offenlegen müssen, was diese gefährden könnte. Beim Presseclub Concordia schrillen die Alarmglocken. Weil Datenschutz ist wichtig, ist eine komplexe Materie, aber die Informationsfreiheit und der Schutz der redaktionellen Arbeit ist mindestens genauso wichtig. Und wir brauchen eine Regelung, die sicherstellt, dass Redaktionsgeheimnis, Quellenschutz und auch das journalistische Archiv geschützt sind und nicht durch Datenschutzanliegen, durch Auskunftsbegehren gestört werden können. Die grüne Justizsprecherin Agnes Sirka-Prammer versucht zu beruhigen. Für uns ist der Schutz der Pressefreiheit, der Schutz, da gehört auch der Schutz des Redaktionsgeheimnisses dazu, da gehört auch der Quellenschutz dazu. Das ist für uns sehr, sehr wesentlich und dafür werden wir uns immer einsetzen. Wir hätten keinen Entwurf vereinbart, in dem das Redaktionsgeheimnis nicht ausreichend geschützt ist. Aus dem Justizministerium heißt es dazu: Wenn es hier noch konkrete Punkte gibt, bei denen weitere Verbesserungen möglich sind, steht die Bundesregierung dem selbstverständlich offen gegenüber. Von der Volkspartei wollten heute weder Verfassungsministerin Edtstadler noch die türkise Justizsprecherin oder der ÖVP-Generalsekretär zu dem Entwurf etwas sagen. Zitierverbot. Wo war meine Leistung? Kann ich ein Bundesland aufhetzen? Ich liebe meinen Kanzler. Die Veröffentlichung von Zitaten wie diesen ist der Volkspartei ein Dorn im Auge. Sie wollen ein Zitierverbot für Akten aus nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren, ähnlich wie in Deutschland. Die Grünen sind klar dagegen. Die ÖVP wiederum will, so hört man, das Zitierverbot mit dem Medienprivileg verknüpfen. Kommt das eine, also das Zitierverbot, nicht, kommt also auch keine Neuregelung des Medienprivilegs. Der Medienjurist Nikolaus Forgo hält von einem Aktenzitierverbot, wie von der ÖVP gefordert, wenig. Grundsätzlich, also in aller Allgemeinheit gesagt, muss man sagen, dass ein solches Zitierverbot in einigen Staaten Europas bereits existiert, aber in allen Staaten, in denen es existiert, erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken ausgesetzt ist. Wesentlich deswegen, weil es in einem Konflikt steht mit der Informations- und der Medienfreiheit. Und wenn das dann so ähnlich organisiert wäre wie in Deutschland, dann stehen Sie vor einem persönlichen Strafbarkeitsrisiko. In Deutschland ist ein wörtliches Zitat aus den Akten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr bedroht.
Die saubere journalistische Arbeit wäre damit jedenfalls erschwert. Direkte Zitate aus Akten wären verboten und müssten umschrieben werden. Die Pressefreiheit wäre damit eingeschränkt. Sie sehen schon, es ist ein schwieriges Verhältnis zwischen Politik und Justiz. Und ich begrüße dazu und zu anderen aktuellen Fragen in der Justiz jetzt Georg Kodek live im Studio, der gestern offiziell sein Amt als neuer Präsident des obersten Gerichtshofs angetreten hat, also der obersten Instanz in allen Strafrechts- und Zivilrechtsangelegenheiten. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Herr Präsident, beginnen wir gleich bei diesem Zitierverbot aus Akten. Halten Sie das für sinnvoll und notwendig? Man muss hier differenzieren. Die Medienfreiheit ist ein ganz wichtiges Grundrecht. Die Medien erfüllen in einer demokratischen Gesellschaft gerade auch für den Rechtsstaat eine ganz fundamentale Rolle. Bedeutung. Die Medien arbeiten allerdings nicht im rechtsfreien Raum. Es gibt andere Grundrechte, die der Gesetzgeber schützen muss. Und das ist dann immer eine Frage der Abwägung und letztlich eine Gratwanderung für den Gesetzgeber. Geht er beim Schutz anderer Grundrechte zu weit, riskiert er, in die Medienfreiheit einzugreifen. Gut, jetzt gibt es ja oft die Behauptung, gerade aus der ÖVP in den letzten Jahren, Medien hätten aus privaten Chats zitiert. Aber alle Chats, die wir kennen, da ging es um Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, da ging es um Chats aus Diensttelefonen über politische Entscheidungen. Mir fällt jetzt da kein Fall ein, wo tatsächliche private Nachrichten da irgendwo standen. Also gibt es das Problem überhaupt? Ich glaube, man muss hier zwei Probleme unterscheiden. Das eine ist die Frage, privat oder nicht privat. Da ist bei einer Person des öffentlichen Lebens, insbesondere beim Diensthandy, der Kreis, der wirklich als privat anzusehen ist, sehr klein. Die zweite Frage ist, was würde in den konkreten von Ihnen angesprochenen Fällen ein Zitierverbot erreichen können? Schauen wir, wie das in Deutschland funktioniert. Aus Deutschland hört man, die Regelung, die es dort gibt, wird von der Rechtsprechung ganz eng ausgelegt, dass etwa nicht einmal Tagebücher, die in einem Akt vorkommen, unter das Verbot fallen, wenn daraus zitiert wird. Wenn man das umlegt, dann könnte sein, dass nicht einmal die von Ihnen angesprochenen Chats unter das Verbot fielen. Die Regelung wäre daher ein Schlag ins Wasser. Wäre die Regelung weitergehend, würde man riskieren, dass man in der Tat in die Medienfreiheit eingreift. Und selbst in Deutschland gibt es jetzt ein Verfahren vor dem Verfassungsgericht, dass die deutsche Regelung möglicherweise verfassungswidrig ist und der Medienfreiheit widerspricht. Also soll man das nachbauen? Ich würde das nicht unbesehen nachbauen. Wie Sie richtig sagen, solche Regelungen, und wir haben es auch vorher im Beitrag gehört, sind heute zunehmend kritischer gesehen. Man muss auch sagen, es hat sich die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in den letzten Jahren sicherlich noch mehr in Richtung Schutz der Medienfreiheit entwickelt. Also wenn ich Sie richtig verstehe, vermissen Sie als solches Zitierverbot jetzt nicht unbedingt? Ich vermisse so ein Verbot nicht. Zweite Frage ist dieses sogenannte Medienprivileg beim Datenschutz. Investigativjournalisten sagen, wir brauchen das in irgendeiner Form, weil es sonst einfach kein Redaktionsgeheimnis mehr gibt. Und das würde ernstlich die Pressefreiheit bedrohen. Wie sehen Sie das? Das ist absolut nachvollziehbar. Es haben die beiden Fragen aus meiner Sicht auch aus sachlicher Sicht nichts miteinander zu tun. Könnte jeder Betroffene Auskunft erlangen von einem Journalisten, woher hat er das, wäre in der Tat der Quellenschutz komplett unterlaufen. Das kann es nicht sein. Ich kenne die geplante Neuregelung noch nicht im Detail. Ich habe nur die grundsätzliche Marschrichtung gehört, dass man Redaktionsgeheimnis parallel schalten will mit der Privilegierung der Medien. Das wäre die richtige Richtung. Es gibt die Richtung, dass der aktuelle Entwurf im Justizministerium zum Beispiel nicht verhindern würde, dass zum Beispiel eine Partei oder eine Gruppe wie die Identitären mit Massenanfragen bei Medien einfach Redaktionen de facto lahmlegen könnte, weil jeder ein Recht darauf hat, eine Antwort zu bekommen. Wir haben gerade im Beitrag gehört, das Justizministerium ist offenbar offen für weitere Anregungen, um hier noch nachschärfen zu können. Sicherlich muss man bei jeder Neuregelung auch die faktischen Auswirkungen bedenken. Gehen wir von den Medien weg, aber bleiben wir noch bei der Koalition und der Justizpolitik. Ein weiteres Thema, wo sich ÖVP und Grüne nicht einigen können, und zwar schon recht lange, ist der sogenannte Generalstaatsanwalt oder Bundesstaatsanwalt. Dass also nicht mehr die Justizministerin die Vorgesetzte aller Staatsanwälte ist und Weisungen geben kann, sondern ein neues, unabhängiges, oberstes Organ. Die Grünen wollen da ein Dreierkollegium, die ÖVP will eine Einzelperson. Sie sehen die ganze Idee kritisch. Warum? Ja, zunächst muss man bei einer Reform fragen, gibt es Missstände, wo sind die und was soll die Reform erreichen? Ist das Problem, dass angeblich politische Weisungen gegeben werden in politisch heiklen Fällen, dann kann man das auch durch eine kleiner dimensionierte Lösung
in den Griff bekommen, indem man den von mir vorgeschlagenen unabhängigen Staatsanwalt, Independent Counsel, Special Prosecutor nach amerikanischem Vorbild installiert. Ist das Problem, dass manche Verfahren zu lang dauern, dass Kritik gegen die Führung der Verfahren geäußert wird, dann ändert man das nicht durch eine Änderung der Weisungsspitze, sondern durch Stärkung der Fachaufsicht dazwischen. Also Sie sagen, einen Generalstaatsanwalt braucht man gar nicht. Ich sehe die Notwendigkeit für eine umfassende Reform nicht. Wenn es trotzdem käme, wären Sie dann eher für eine sehr mächtige Einzelperson, wie die ÖVP will, oder für ein Kollegialorgan, wie es die grüne Justizministerin vorschlägt? Bei rechtspolitischen Fragen gibt es nicht richtig und falsch. Das sind letztlich Fragen der Zweckmäßigkeit und Abwägungsfragen. Ich persönlich wäre aus Gründen der Effizienz für eine Einzelperson, aber unter parlamentarischer Kontrolle. Die ÖVP hat so einen Bundesstaatsanwalt ja lange abgelehnt, letztlich die Idee aber dann doch gut gefunden, nachdem Sebastian Kurz in der Justiz rote Netzwerke entdeckt hat, wie er gesagt hat. Gibt's die? Ich bin seit 37 Jahren in der Justiz und ich habe noch kein rotes Netzwerk gesehen. Ich glaube, die meisten Richter sind der Politik ganz im Gegenteil fernstehend, nicht Parteimitglieder, nicht politisch engagiert und die politische Zuordnung spielt in den Entscheidungen sicherlich keine Rolle. Würden Sie das für die Staatsanwaltschaften auch so sehen? Ich war zuletzt vor etwa 35 Jahren in einer Staatsanwaltschaft tätig, kenne also Staatsanwaltschaften derzeit nur vom Hörensagen. Meine Einschätzung ist, dass das dort genauso wie in der Gerichtsbarkeit ist. Jetzt will die Regierung auch den Kostenersatz erhöhen, wenn jemand in einem Prozess freigesprochen wird. Und auch bei der Einstellung von Ermittlungen, da gibt es ja bis jetzt gar nichts. Bei geschworenen Prozessen soll man bei einem Freispruch bis zu 30.000 Euro bekommen. Aber reicht das? Oft sind ja gerade bei großen und langen Verfahren die Anwaltskosten noch viel, viel höher. Und warum sollte das jemand nicht vollständig bekommen, wenn er letztlich unschuldig angeklagt war? Die Frage ist absolut berechtigt. Es führt die derzeitige Rechtslage dazu, dass letztlich die Kosten des Verfahrens bei einem freigesprochenen Beschuldigten als Art Verdachtsstrafe weiterwirken. Wie könnte man das dann irgendwas regeln? Durch Erhöhung des Ersatzes mit Orientierung an den tatsächlich auflaufenden Kosten. Also keine Obergrenze, wie zum Beispiel diese 30.000 Euro? Eine fixe Obergrenze erscheint mir sehr problematisch. Das kann im Einzelfall viel zu viel sein und in anderen Fällen viel zu wenig. Ein Vorwurf an die Justiz, und Sie haben es vorher schon angesprochen, lautet auch immer wieder, dass Verfahren extrem lange dauern. Nur ein Beispiel, die Ermittlungen gegen Ex-Finanzminister Grasser haben 2009 begonnen. In erster Instanz verurteilt wurde er 2020 und sein Berufungsprozess hat 3 Jahre später noch nicht mal begonnen. Wenn dieses Urteil aus der ersten Instanz bestätigt wird, wird Grasser für ein fast 20 Jahre altes Verbrechen verurteilt. Wenn er freigesprochen wird, war er 15 Jahre lang Beschuldigter. Ist das okay? Man muss zunächst die Gesamtperspektive sehen. Insgesamt ist die österreichische Justiz geradezu rekordverdächtig schnell. Die Durchschnittsdauer bei Strafverfahren liegt bei einigen Monaten, sogar bei Verfahren mit Sachverständigen bei etwa 8 Monaten. Das heißt, es sind einige Einzelfälle, über die kann und muss man sprechen. Ich sitze hier als Präsident des Obersten Gerichtshofs. Bei uns ist das Verfahren seit letzten Sommer anhängig. Gut, jetzt aber trotzdem nur zum Vergleich. Die Wirecard-Affäre in Deutschland ist ja wohl mindestens so komplex wie dieses Buwak-Verfahren. Aber aufgeflogen ist das Ganze im Sommer 2020 und nicht mal 2,5 Jahre später hat der Prozess begonnen. Wie ist sowas möglich? Und in Österreich dauert es Jahre und Jahre und Jahre, bis eine Anklage erhoben wird. Das ist aus rechtsstaatlicher Sicht zweifellos problematisch in den Einzelfällen, die es gibt. Es ist, glaube ich, dringend notwendig, derartige Fälle entsprechend zu evaluieren und daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen. Der prominenteste Prozess der letzten Monate war mutmaßlich der gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der in erster Instanz verurteilt wurde, wegen falscher Zeugenaussage, nichts rechtskräftig. Und am Tag nach dem Urteil wurde bekannt, dass der Richter aus seinem früheren Beruf als Staatsanwalt ein Disziplinarverfahren hatte, weil er justizinterner an den Abgeordneten Peter Pilz verraten hat. Die ÖVP findet das absolut skandalös. Sehr, sehr viele Menschen, die das beobachtet haben, finden das zumindest irritierend. Hätte aus Ihrer Sicht der Richter das im Verfahren offenlegen sollen oder den Fall überhaupt wegen des möglichen Anscheins von Befangenheit ablehnen sollen? Ich kann zum konkreten Verfahren, das noch anhängig ist, nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ich kann richtigstellen, worum es in diesem Disziplinarverfahren geht. Die Entscheidung ist öffentlich zugänglich und daher nicht mehr geheim. Der einzige Vorwurf in diesem Punkt im Disziplinarverfahren war, dass der betreffende Richter in einem Gespräch mit einem Abgeordneten darauf hingewiesen hat, dass Akten aus dem Verteidigungsministerium zurückzustellen sind und dass es da eine Weisung gibt. Er hat nach den Feststellungen dieses Erkenntnisses
keine näheren Inhalte der Weisung offengelegt. Er hat keine Schriftstücke übergeben. Aber es hat doch gereicht für eine Disziplinarstrafe. Das ist richtig, ja. Ja. Und wenn das so ist, gegenüber einem Abgeordneten, der, wie man weiß, Sebastian Kurz extrem kritisch gegenübersteht, sieht das nicht unelegant aus? Nochmal, mir ging es darum, die Fakten richtig zu stellen, die in diesem Disziplinarverfahren herausgekommen sind. Die Würdigung, ob und gegebenenfalls wie sich das in einem konkreten Verfahren auswirkt, kann ich während des laufenden Verfahrens hier nicht beantworten. Jetzt haben Sie kürzlich auf E1 gesagt, Kommunikation, Begründung und Transparenz sind ganz zentral, ja, für das Verständnis der Justiz. Wird denn da genügend kommuniziert? Der konkrete Richter zum Beispiel hat sich zu dem Vorwurf dann nie öffentlich geäußert. Ist das gescheit? Weil angegriffen wird er ja die ganze Zeit. Noch einmal, zum konkreten anhängigen Verfahren, da bitte ich um Verständnis, kann ich als Präsident des Obersten Gerichtshofs nicht hineingrätschen, während nicht einmal noch das schriftliche Urteil vorliegt. Generell ist mir die Kommunikation sehr wichtig. Ich glaube, dass man durch Kommunikation im Vorfeld und auch nach einer Entscheidung durch begleitende Erklärung Missverständnisse in vielen Fällen wird ausräumen können. Das passiert ja momentan fast überhaupt nicht. Also auch nach sehr aufsehenerregenden Urteilen steht das Urteil da. Es dauert viele, viele Monate, bis es schriftlich ausgefertigt ist. Und letztlich wird das Urteil interpretiert von Journalistinnen und Journalisten oder von Prozessbeobachtern. Sollten da die Gerichte selber auch mehr kommunizieren, unmittelbar nach dem Urteil und es erklären? In Einzelfällen glaube ich, dass das Informationsangebot verbessert werden sollte. Herr Präsident, vielen Dank für das Gespräch und für den Besuch. Sehr gerne. Und wir wechseln das Thema. In Deutschland haben in den letzten Jahren mehrere prominente PolitikerInnen ihre Doktortitel verloren, weil aufgeflogen ist, dass sie ihre Dissertationen großteils abgeschrieben hatten. Auch in Österreich gab es so einen Fall, einen steirischen ÖVP-Landesrat im Jahr 2017. Aber in den meisten Plagiatsfällen haben die Unis gegen die Aberkennung von Titeln entschieden. Künftig wird das wohl noch seltener passieren. Wer seinen Magister-, Bachelor- oder Mastertitel schon länger als 10 Jahre hat, soll ihn nicht mehr verlieren können, auch wenn die Abschlussarbeit abgeschrieben war. Die entsprechende Gesetzesänderung hat Bildungsminister Polaschek heute im Ministerrat vorgelegt, auch wenn er nicht darüber sprechen mag, wie Magister Dr. Regina Pöll berichtet. Österreich und seine akademischen Grade, Vulgotitel, eine Wissenschaft für sich. Herr Hofrat Professor Dr. Egon Seefellner, Frau Diplomkonsul Werner, Herr Hofrat Professor Dr. Ernst Koreff. Heiß begehrt, mitunter aber auch wild umstritten, denn mancher verführt die Aussicht auf einen Titel, etwa zum Zitieren ohne korrekte Quellenangabe, sogar im größeren Stil. Plagiate wurden jedenfalls auch von der Politik in jüngerer Zeit als Problem erkannt. Wobei die meisten Abschlussarbeiten, auch prominenter Verfasserinnen und Verfasser, bisher der Plagiatsprüfung durch die jeweils zuständige Universität standgehalten haben. Was aber plant die Regierung jetzt? Plagiate an sich sollen nicht verjähren und Doktor- und Professorentitel deshalb lebenslang aberkannt werden können. Anders vorgesehen ist das bei Bachelor- oder Mastertiteln und Diplomstudien, also etwa Magister- oder Diplom-Ingenieurtiteln. Sie sollen nur noch bis zu 10 Jahre nach Abschluss entzogen werden können. Denn, so heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des Wissenschaftsministers, ein Bachelor bzw. Master wird für sämtliche im Studium absolvierten Studienleistungen vergeben, nicht nur für die wissenschaftliche Abschlussarbeit. Nach dem Ministerrat darauf angesprochen, wollte Polaschek allerdings keine nähere Auskunft geben. Das Thema heute ist die Lehren- und Lehrerbildung. Über die anderen Bereiche des Hochschulrechtspakets werden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch intensiv sprechen. Das ist heute nicht das Thema. Wobei unter den Ministerinnen und Ministern war das gesamte Paket schon Thema. Der Entwurf wurde abgesegnet und wird nun im Parlament eingebracht. Bei schweren Plagiatsvorwürfen, vor allem bei Dissertationen oder wissenschaftlichen Publikationen, kann in Österreich die Agentur für wissenschaftliche Integrität mit einer Stellungnahme beauftragt werden. Die Geschäftsführerin sagt zum Gesetzesentwurf, die Details sollten noch genau geprüft werden. Wie lang so eine Frist jetzt sein sollte, das Maß müsste man sich noch einmal genauer anschauen, was da sinnvoll ist, insbesondere für Vollplagiate, die natürlich auch nach längeren Zeiten gut und leicht nachweisbar sind. Man müsste sich auch einige Feinheiten genauer anschauen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn man einen höheren Titel erwirbt, wie ein Doktorat, und dann stellt sich heraus, dass man in der Magisterarbeit plagiiert hat. Was passiert dann mit dem Doktorat, besonders in Berufen, für die der höhere Titel eine Einstellungsvoraussetzung ist, wie bei Professoren?
Erste Stellungnahmen gibt es auch schon aus dem Nationalrat. Der freiheitliche Wissenschaftssprecher Martin Graf ortet etwa nach dem Rücktritt von Ministerin Aschbacher eine Plagiats-Lex ÖVP. Die grüne Wissenschaftssprecherin Eva Blimlinger begründet die geplante Änderung auch damit, dass man, Zitat, selbsternannte PlagiatsjägerInnen arbeitslos machen wolle. Und damit ins Ausland. Über 3000 Kilometer lang ist die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Fast zwei Drittel davon verlaufen entlang des Rio Grande im Süden von Texas. Jeden Tag versuchen mehrere tausend Menschen von Mexiko aus, diese Grenze zu überwinden. Es ist das zentrale Thema im anlaufenden Präsidentschaftswahlkampf. Das republikanisch regierte Texas will nun illegale Migranten verhaften und eigenständig nach Mexiko abschieben. Aber der Grenzschutz in den USA ist Bundessache. Jetzt streiten sich Politik und Höchstgerichte, wer tatsächlich zuständig ist. Aus den USA, Barbara Wolschek. Menschen, die ihre Heimat für immer hinter sich lassen wollen. Menschen auf der Flucht vor Armut, Korruption, vor Konflikten. Täglich suchen Tausende von Südamerika kommend einen Weg in die USA. Die meisten über die Grenze nach Texas, wo sie keiner haben will. Der Bundesstaat wehrt sich mit Stacheldraht, mit schwimmenden Barrieren im Rio Grande, einem Großaufgebot der Nationalgarde und jetzt mit einem neuen Gesetz. Texas will Migranten, die die Grenze illegal überquert haben, festnehmen und abschieben können. Der Supreme Court, das oberste Gericht, gab dafür grünes Licht. So all Texas is going to be doing is basically wir setzen um, was die Regierung nicht zustande bringt, so der republikanische Gouverneur Greg Abbott. Der Gouverneur befindet sich auf einer Linie mit Donald Trump und der befindet sich im Wahlkampf. Unsere Grenze ist eine offene Wunde. Drogen, Terroristen und Millionen von illegalen Einwanderern strömen hier herein. Die Demokraten halten dagegen. Ein Berufungsgericht hat umgehend die Stopptaste gedrückt. Das Abschieben von Flüchtenden ist keine Angelegenheit der Bundesstaaten, so das Argument. Es ist Sache des Bundes und das schon seit über 100 Jahren. Es ist der Supreme Court gegen die Regierung, gegen die Behörden in Texas. Das ganze juristische Hickhack ist ein klares Zeichen dafür, dass Amerika nicht weiß, wie es mit dem Problem der illegalen Einwanderung an seiner südlichen Grenze umgehen soll. Die Sicherheitsbeamten in Texas sind angesichts der Situation gefordert. Konsequenz, aber auch Menschlichkeit wird von ihnen verlangt. Mit dem neuen Gesetz sind manche auch verunsichert. Wir können doch nicht hergehen und sagen, du siehst aus wie ein illegaler Migrant, wir nehmen dich jetzt fest. Und so ist dieses Gesetz, gegen dessen Berufung gerade berufen wird, ein Ausdruck von Hilflosigkeit bei einem Thema, das die Präsidentenwahl entscheidend mitbestimmen wird. Und wir berichten in dieser Sendung noch über welche Probleme Long-Covid-Patienten haben, wenn sie auch mit massivsten Beschwerden Pflegegeld oder Reha beantragen, nach den Kurzmeldungen. Im Nationalrat ist heute das von der Regierung angekündigte Wohnbaupaket in Teilen beschlossen worden. Es soll die Konjunktur ankurbeln und etwa Erleichterungen bei Wohnbaukrediten bringen. Kritik kommt von der Opposition. Dennoch stimmten SPÖ und FPÖ zu. Nach breiter Kritik im Begutachtungsprozess wird der Start der Reform der Lehrerausbildung verschoben. Für Volksschullehrerinnen soll die neue, kürzere Ausbildung mit mehr Praxis ab 2025/26 starten. Für die AHS-Unterstufe und neue Mittelschulen soll es ein Jahr später losgehen. Mehr als 1300 rassistische Vorfälle wurden dem Verein ZARA für Zivilcourage und Antirassismusarbeit 2023 gemeldet. Das zeigt der jährliche Report. Ein Rückgang im Vergleich zum Jahr davor. Allerdings gäbe es eine hohe Dunkelziffer, was Alltagsrassismus betrifft. Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Auch den Posten als Chef der Regierungspartei Fine Gael wird er abgeben, teilte Varadkar heute in Dublin mit. Er trete sowohl aus persönlichen als auch aus politischen Gründen ab. Die Wiener Polizei hat im Zuge eines routinemäßigen Streifendienstes einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen, wegen eines aufrechten Aufenthaltsverbotes. Der 55-jährige Ungar soll eine 41-jährige Frau in eine Garageneinfahrt gedrängt und vergewaltigt haben. Der Mann bestreitet eine Vergewaltigung.
Schon vor der Corona-Pandemie waren rund 30.000 Menschen in Österreich von der schweren Multisystemerkrankung MECFS betroffen, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. Weil auch eine Corona-Infektion die Krankheit auslösen kann, gehen Fachleute mittlerweile von bis zu 100.000 Betroffenen aus. Ein Großteil der Erkrankten kann nur Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Viele sind sogar bettlägerig. Und trotzdem haben die Betroffenen oft extreme Probleme, Pflegegeld oder eine Berufsunfähigkeitspension zu bekommen, wie Constanze Ertl berichtet. Yvonne Anreiters Leben ist seit 1,5 Jahren auf ihr Schlafzimmer beschränkt. Nach einer Coronavirus-Infektion ist sie zuerst an Long-Covid und dann an MECFS erkrankt, dem chronischen Fatigue-Syndrom. Ein paar Minuten pro Tag kann sie derzeit sitzen. Einkaufen oder Kochen sind unmöglich. Oder ein Haushalt ist allein abstauben oder sowas wäre viel zu anstrengend. Das ist weit entfernt von den Dingen. Weil sie auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen ist, hat sie Pflegegeld beantragt. Doch der Gutachter der Pensionsversicherungsanstalt glaubt nicht, dass Yvonne krank ist. Einer der Gründe, dieser Rollstuhl. Mit ihm hat ihr Mann Yvonne zum Termin gebracht. Dass er unbenutzt wirkt, ist für den Gutachter verdächtig. Ja, natürlich schaut er nicht wahnsinnig benutzt aus. Er ist ja auch gar nicht wahnsinnig benutzt, weil ich bin die ganze Zeit im Bett gelegen. Die Gesellschaft für MECFS, die Patientinnen vertritt, hat zahlreiche ähnliche Fälle dokumentiert. Fast alle Anträge auf Pflegegeld und auf Berufsunfähigkeitspension oder Reha-Geld werden zuerst einmal abgelehnt. Betroffene müssen vor dem Arbeits- und Sozialgericht klagen. Wir haben Betroffene, die sind bettlägerig und werden trotzdem als arbeitsfähig, als berufsfähig eingestuft. Und für die Betroffenen bedeutet das, sie sind auf der einen Seite schwerst krank, können teilweise das Bett nicht mehr verlassen und auf der anderen Seite müssen sie aber auch noch um die finanzielle Existenz kämpfen. Von der Pensionsversicherungsanstalt heißt es dazu, alle Antragstellerinnen und Steller werden unabhängig von der Diagnose nach den gleichen Qualitätsstandards begutachtet und die Begutachtung erfolge immer objektiv und unvoreingenommen. Für ein Interview mit der ZIP 2 hat niemand Zeit wegen Terminkollisionen, wie es heißt. Die Frage, warum die Diagnose MECFS in den Gutachten sehr häufig ignoriert wird, bleibt deshalb offen. Genauso die Frage, warum den Betroffenen dann oft psychische Störungen oder Erkrankungen bescheinigt werden. Ein bekanntes Problem für den klinischen Psychologen Markus Gohle. Unwissenheit über Krankheiten wie Long-Covid und MECFS sind für ihn der Grund dafür. Dabei ist eine klare Diagnose seiner Meinung nach möglich und vor allem notwendig. Man kann es sehr gut feststellen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Es gibt klare Diagnosekriterien, wie beispielsweise die kanadischen Konsenskriterien. Das ist ein Kriterienkatalog, der gewisse Symptommerkmale, Symptombereiche aufzählt. Und wenn die erfüllt sind, dann liegt MECFS vor. Dass Fehldiagnosen zu Fehlbehandlungen führen, ist das Hauptproblem für die Betroffenen. Eine psychische Rehabilitation mit Bewegung und Aktivitäten kann bei MECFS schaden. Da können massive Schäden bis hin zu dauerhaften Schädigungen, bis hin zur Bettlägerigkeit entstehen. Weil bei MECFS ist es ganz, ganz wichtig, nicht über die individuelle Leistungsgrenze drüber zu gehen. Auch Yvonne Anreiter würde ihre wenige Kraft lieber in die Verbesserung ihrer Gesundheit investieren, als in den Kampf um die finanzielle Absicherung. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die wir Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Seit knapp 18 Stunden ist übrigens offiziell Frühling, hinter mir sehen Sie ihn. Der hat nämlich heute früh um 4.06 Uhr begonnen, am 20. März. Wir Älteren haben ja noch in der Schule gelernt, dass der Frühling am 21. März beginnt. Aber das werden die meisten von uns wohl nicht mehr erleben, denn das ist erst in 78 Jahren wieder der Fall, im Jahr 2102. Dafür wird der Frühling 2048 schon am 19. März beginnen. Und so wird der Lenz in den ersten Tagen. Kühle Luft aus Nordwesten trifft morgen über den Alpen auf milde Luft aus Westen. Eine Front wird unser Land erfassen, die milde Luft lässt sich aber vorerst nicht verdrängen. Morgen wird es also zunehmend nass bei uns. In der Osthälfte des Landes summieren sich zuvor 3 bis 7 Sonnenstunden. 13 bis 19 Grad gibt es am Nachmittag. Sehr mild werden auch der Freitag und der wieder zunehmend nasse Samstagnachmittag. Von Samstag auf Sonntag folgen Sturm, Abkühlung, Regen, Schnee und Graupelschauer. Das nennen Sie Frühling?
Bei uns auf OF2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und Julian Assange. Seit 12 Jahren ist der WikiLeaks-Gründer ohne Freiheit. Die Entscheidung, ob er noch ein letztes Rechtsmittel gegen seine Auslieferung einlegen darf, könnte bald fallen. Assange hat Kriegsverbrechen der USA öffentlich gemacht. Diese werfen ihm Gefährdung der nationalen Sicherheit vor und wollen ihm wegen Spionage den Prozess machen. In den USA drohen ihm 175 Jahre Haft. Und zu Gast in der ZIP 3 ist jetzt gleich die Antirassismusaktivistin Asma Ayad, um über den heute präsentierten Rassismusreport und die Lehren daraus zu sprechen. Um 22.45 Uhr in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.